Herr Vorsitzender, Herr Präsident, meine Herren von der Jury, liebe Mitpreisträgerinnen und Preisträger, sehr geehrte Damen und Herren, Jupp Legrand hat mich gebeten, hier was zu sagen. Ich möchte mich auch bei ihm als Organisator herzlich für diesen Abend bedanken. Vorweg vielleicht gleich eine, das hat er verdient. Ich habe vorher, ist mir gerade eingefallen, als ich Herrn Ober zugehört habe, etwas vorschnell über Wirkung, glaube ich, gesprochen. Was ich gemeint habe, ist Journalismus, der seine Wirkung berechnet. Der hat keine Berechtigung, aber solide gemachter Journalismus mit einem Anliegen wird wahrscheinlich nicht verfehlen, seine Wirkung zu haben. Das nur ad hoc. Als Österreicher ist es mir natürlich eine besondere Ehre, hier ausgezeichnet zu werden. Und lieber Herr Brandl, ich möchte fast sagen, auf unmäßige Weise gelobt zu werden. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn mir dazu ein Satz von Karl Kraus einfällt, den Sie ja auch zitiert haben. Ganz nüchtern wird der Osten, wenn der Westen besoffen ist. Ja, ich komme aus dem Osten, dem Südosten, aus dem Land, wo die Balkangrenze auch im Trockenen noch fließend ist, aus dem Land, das seine historischen Möglichkeiten gering schätzt, zum Beispiel jene Möglichkeiten der Wiener Moderne, zu der auch Karl Kraus gehört, der erste und bedeutende Kritiker der Presse im vergangenen Jahrhundert. Der Westen hat für diese Tradition mehr Gefühl als wir selber, und so war es Jonathan Franzen, der amerikanische Romancier, der mit seinem Kraus-Projekt den Faden vor kurzem wieder aufnahm und die Aktualität von Kraus als Kritiker einer durch und durch medialisierten Welt aufzeigte. Herr Voskuhle hat in seinem sehr interessanten Referat auf Parallelen zwischen Richteramt und journalistischem Beruf hingewiesen. Kraus war ja der große Richter unter den Journalisten und Autoren. Man muss seine Schule durchlaufen, ohne sein Jünger zu werden, sagte mein Freund Franz Schuh, sicher der klügste Kopf Österreichs. Und man muss, möchte ich hinzufügen, sein Manichäertum vermeiden. Aber wenn man seine Pressekritik ernst nimmt, und das soll man, kann man das vielleicht Wichtigste lernen, das man als Journalist braucht, nämlich die Fähigkeit zur Selbstkritik. Die autoritative Kraus-Biografie stammt übrigens von einem Engländer, von Edward Timms, und ihr vor 8 Jahren erschienener zweiter Band ist noch immer nicht ins Deutsche übersetzt. Wir Österreicher müssen eben sparen, woran wir erkennen, dass wir Europäer sind. Meine Damen und Herren, ich bin aber nicht gekommen, um mich bei Ihnen zu beklagen oder gar zu beschweren, sondern um mich zu bedanken. Auch dafür, dass Sie hier einen Unterschied machen zwischen Presse und Presse, was in meinem Heimatland schwerfällt. Dort fördert die Regierung, ich habe schon gesagt, die miesesten Boulevardblätter mit Millionenbeträgen. Dort hält man alles, was gedruckt ist und regelmäßig erscheint, schon für eine Zeitung. Dass jemand mit Hilfe der Yellow Press regiert, kommt aber sicher nur in Österreich vor. Ich habe, als vorher der Kollege über die Berliner Start-ups berichtet hat und deren militärische Terminologie, eine Anekdote in mir aufpoppen bemerkt. Wir waren mal als Verlag an einem kleinen Radio beteiligt, das in Gründung war, und die Weise Wiener Medienpolitik hat uns dann gezwungen, mit einem anderen Radioprojekt zu fusionieren. Und so kam ich mit einer deutschen Mediengruppe, mit einem kleinen Start-up namens RTL, in gesellschaftliche Zusammenhänge. Und ich erinnere mich noch gut, wie diese Leute kamen und so Sätze sagten, wie erstens, wir gratulieren Ihnen, Sie haben die Lizenz zum Gelddrucken, und zweitens, Radio ist Krieg. Das habe ich mir gemerkt und das ist mir eingefallen, als Sie von der Terminologie dieser Leute berichtet haben. Das dürfte also im Medien und überhaupt im Geschäftswesen nicht ganz Neues sein. Wenn ich zu mir noch eine Bemerkung machen darf, die Auszeichnung fürs Lebenswerk hat ja etwas Pauschales und erfordert natürlich eine Art Pauschalbeschwichtigung. Über ein Lebenswerk und am offenen Grab sage man nur Gutes.
Wie alle Lebenswerkgepreisten beruhige ich mich aber damit, dass ich mein Werk noch nicht abgeschlossen habe. Und als österreichischer Steuerzahler, das wissen Sie vielleicht nicht, habe ich einen Trost. Preise fürs Lebenswerk sind bei uns steuerfrei gestellt. Normale Preise müssen aber versteuert werden. Ich gehe also doppelt getröstet von dannen. Ich möchte noch eine Anmerkung zu Herrn Voskuhle machen. Auch das, was er über das journalistische Ethos gesagt habe, schien mir ganz richtig. Und ich finde es auch wunderbar, dass es eine Veranstaltung gibt, die kritischen Journalismus auszeichnet. Aber ich finde, an dieser Stelle müsste man auch ergänzen, dass kritischer Journalismus in der Regel eben keine fragmentierte Angelegenheit ist, sondern dass kritischer Journalismus und Qualitätsjournalismus in Organismen existiert, die man Redaktionen nennt. Und diese Redaktionen haben Verfahrensweisen, die gegenseitige Überprüfung, gegenseitige Kritik, Kooperation und alle Arten von Absicherungen beinhalten, vor etwas publiziert wird. Das heißt, die Fragmentierung, auf die die digitalisierte Medienwelt hinzielt, ist dann problematisch, wenn sie nicht versucht, solche Organismen herzustellen. Und ich glaube, kritischer Journalismus allein ist vielleicht zu wenig, denn kritischer Journalismus kann wirklich nur gedeihen, wenn er in solchen redaktionellen Organismen gedeiht. Haben Sie noch einmal vielen Dank für diese Preisgebung. Ich möchte mich im Namen aller Ausgezeichneten für die Ermutigung bedanken, die diese Auszeichnung darstellt, für die Ermutigung, uns weiterhin kritisch, also unterscheidend und differenzierend und vor allem auch selbstkritisch, um die Darstellung der Realitäten zu bemühen und dem nachzukommen, was heute schon einmal die Diskursfunktion genannt wurde. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Applaus